Sogar der Feuerwehrchef vertuschte Annikas Tod. Hallo. Du hast dich dazu verschrieben, anderen Leuten zu helfen. Genau das hat der Leiter der Feuerwehr ebenfalls getan. Er hat sein ganzes Leben der Feuerwehr gewidmet. Jedoch vergaß er schnell, was einen guten Vater auszeichnet. Aber dieses Mal beschützte er das Leben seines Sohnes und verschwor sich mit dem Sheriff, um eine Untersuchung zu stoppen. Keith Bradley war kein schlechter Mensch, aber er half dabei, die Todesumstände eines kleinen Mädchens zu vertuschen. Jetzt musst du entscheiden. Sollte man Keith Bradley vergeben oder ihn für sein Verbrechen bestrafen? Hoffentlich ist es das letzte Mal. So, aber das würde ich sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Bis dann.